Ja, dunkle Grüße und willkommen zurück zu Temtem, wo ich gerade keinen Plan hatte, was ich gerade vorhatte zu tun. Aber ich glaube, meine Temtem-Flasche ist aufgeladen, ich war wahrscheinlich mich gerade heilen und ich wollte es bestimmt weitermachen. Oder nicht? Oder doch? Wir finden es raus. Ich mache aber weiter, weil... Ja, es geht halt gerade. Oder wollte ich was züchten? Nein. Ich habe keinen Plan. Aber ich kämpfe hier eine Runde. Offensichtlich. Ich bin kein Terrorist. Idiot. Ist das nicht Belsoto? Ja. Wieso bezeichnet er mich als Terrorist? Er ist doch einer. Oder sowas ähnliches. So, Problem. Ich habe hier einen Gift-Typi als Gegner. Das gefällt mir nicht. Das kann meinem Gift-Typi ja egal sein, aber meinem anderen nicht so sehr. Ich muss ihn beseitigen. Idealerweise relativ schnell. Tja. Ist nur alles nicht so geil. Wenn ich ihn vergiften kann, dann ist es ja nicht ganz geil. Probier es mal aus. Man kann sein, dass er als Gift-Typ immun gegen Gift ist. Das wäre was sinnvoll. Aber wer weiß, dann ist er ja doch anfällig. Sollte nicht mehr Schaden machen als... Nein! Er ist immun, okay. War zu erwarten. Aber man kann ja noch hoffen. Dann kümmern wir uns um den anderen, würde ich sagen. Flumm. Oh, der macht aber auch wenig Schaden. Okay, ich meine, klar, ich bin ein paar Level drunter und der ist defensiv ausgerichtet, vor allem ist der gegen... So gesehen ist das ein ganz guter Schaden gewesen, stimmt. Hier kannst du ja immun gegen normale Angriffe und ein paar Level höher. Da ist es völlig okay, denke ich mal. Ja, den kriegen wir auch anderweitig tot, nehme ich an. Du machst lieber das hier. Wir vernichten den. Das heißt, er wird wahrscheinlich davon nicht sterben, aber von dem Gift danach auf jeden Fall, denke ich mal. Oh. Oh was? Seine Verteidigung steigt weiter? Okay. Haha, hast Schaden genommen. Oh, fuck, ich muss mich wieder heilen. Das ist ja unglaublich. Du hast keine Attacke gegen beide, ne? Und bist auch generell gerade relativ schlecht dabei. Wir machen es mal auf den, dann ist der weg vom Fenster. Wobei, ich kann auch mich selbst heilen vielleicht, aber dann... War der gerade überlastet oder ist er jetzt dran? Ich bin nicht ganz sicher. Ich mach's mal auf den, dann ist er weg. Der wird sich ein bisschen heilen. Ich hoffe, er überlebt den nächsten Attacke. Das müsste aber eigentlich. Hä? Hab ich nicht das Ziel geheilt aus Versehen gerade? Ah, toll. Der macht mich nach. Ah, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber egal, er ist hier eine Runde ausgesetzt jetzt, weil... Und so. Dann tauschen wir dich schon mal lieber aus, mein Lieber. Das ist ja was Sinnvolles hier, ha? Huh? Ja, nix, wie es aussieht. Ist alles doof. Mit dem Mewtwo für die XP. Und du? Ja, warte eine Runde. Hier wird bestimmt der Angriff jetzt auf mein Mewtwo konzentrieren, beziehungsweise auf mein ehemals Karniv. Ist jetzt zumindest sinnvoll gewesen, ja. Oh, als wenn er dagegen anfällig wäre. So viel Schaden nimmt er. Unglaublich. So, dann ist er weg. Bisschen verspätet, aber weg ist weg. Was hier mit Pflanze? Ja. Ja, warum nicht? Und du? Na, komm sowieso nicht mehr dran, aber war mein Versuch wert. Er kommt noch dran. Das gibt's doch nicht. Aber schon bei 2 Level höher, das will ich jetzt noch gar nicht im Kopf behalten, aber der ganze Sache. Haha, er ruht sich aus. Das ist gut für mich. Kann Mewtwo sich noch ein bisschen heilen, bevor der Kampf jetzt zu Ende ist. Ne. Warte kurz, ich hab 13, dann mache ich lieber so eine Attacke hier. Bom. Ich habe jetzt ein bisschen heilen damit immer. Das ist ganz nett. Aber mein Nidrasil braucht echt minimal, maximal, also maximal den minimalen Schaden,
den er Angriff haben kann, damit dieser Spezialangriff haben kann, damit dieser Attacke nicht meine Gegner auch meine eigenen umbringt. Das ist natürlich schon doof. Und jetzt sehe ich gerade, toll. Ist ja mein Kani fast tot. Jetzt 2 Runden überleben, damit ich mich heilen kann, das könnte knapp werden. Mal gucken. Also in einem Trainerkampf auf gar keinen Fall, das muss ich dann jetzt in solchem Kampf machen. Um mich zu heilen. Schon mal eine nicht ganz so geile Kombi. Der ist zumindest schwach. Aber ich glaube, er verletzt mein Nidrasil ganz gut. Was? Du bist nicht tot davon? Ach Mensch, komm schon. Das war natürlich riskant, ist klar, aber ich kann mich anders gerade nicht heilen. Anfängerschlag, ja, es war loserhaft nahezu. So, mehr Leben als vorher. Jetzt ein bisschen revitalisieren, das passt dann schon. Jetzt wird die angreifen, würde ich sagen, oder? Der andere macht nicht so viel Schaden auf mich. Auch wenn er es gerne hätte. Vielleicht hätte ich den gehen müssen, jetzt wäre er tot gewesen, aber soll's. Jetzt auch nicht Schaden nehmen hier. Mhm. Schön. Nanu. Ich habe so das Gefühl, dass nahezu alle Pflanzen-Temtem irgendwie sowas können, dass sie sich also defensiv heilen. Keine Ahnung, was in der Richtung. So, ich glaube, ich habe weniger Leben als vorher. Zumindest mit Nidrasil. Kani wird ein bisschen dazu gewonnen. Ja, okay, aber Pi mal Daumen, jetzt vielleicht nicht so die geilste Sache. Das war auch nicht die tollste Gegnerkombination gerade mit dem Flugteil. Ich habe auf einen einzigen Kampf gehofft, also ein einziges Temtem im Kampf. Das wäre natürlich jetzt das Wünschenswerte. Sowas zum Beispiel. Das ist doch tippitoppi, um sich ein bisschen zu heilen, oder was? Warten. Sporen. Gucken, was passiert. Na, natürlich auf den, der kein Leben hat. Du Arsch! Revitalisieren! Aber was soll's, komm. Ähnlich davon sterben, haben wir eben auch schon gesehen. Das überlebt er noch locker. Oh, es gibt zu wenig Leben dazu. Es müssten ein paar mehr sein. Komm, eine Runde warte ich noch. Sollen wir mal ein Borkenschild nach oben? Der scheint doch nochmal in Angriff zu gehen. Und dann gebe ich doch Polymun oder was jetzt? Zack. Für mehr Heilung. Unter meinem Temtem. Mal nach den da. Dann ist Kani schon mal ziemlich gut dabei mit Leben wieder. Für die nächste Runde. Er ist zumindest wieder im grünen Bereich. Ist auch nicht ganz verkehrt. So. Na. Egal, ich habe mehr als vorher, das ist in Ordnung. Stirb. Ich weiß nicht, wie ich den Doppeltritt mache, aber ist auch egal. Tod ist tot. So, einen Kampf mache ich noch. In der Hoffnung, danach noch mehr geheilt zu werden als jetzt natürlich. Kann auch schief gehen und ich habe jetzt wieder ein Vogelteil. Da werde ich mich einfach wahrscheinlich verlassen mit einer Flucht. Oh, 2 Vogelteile und ein Gift. Oh, du, du. Das ist tatsächlich Gift für meine Kombination gerade. Das ist nicht gut. Push, push. Ja, tut mir leid. Muss auch mal sein. Ich will nur den gleichen Kapitän mal eben gerade haben, bitte. Ein einziges kleines... Nein, nur das da. Ich meine, ich kann jetzt auch den direkt tot machen eigentlich. So ist ja nicht. Eine Runde mehr, ich jetzt hatte im Kampf, müsste eigentlich jetzt nicht so viel ausmachen. Jemand kann mich nach direkt heilen und kann ich brauche ja keine Heilung. Ja, nicht wirklich jedenfalls. Dann machen wir das so. Und machen das so. Dann passt das auch schon irgendwie. Würde ich mal sagen, ne? So, fast wieder maximal Leben. So. Ach ja, ist ja Quatsch, er hat ja selber damit. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Schwacher Angriff, Kleiner. Warten, Borkenschild. Dann noch einmal heilen. Und dann Vernichtung.
Ah, meine Leben. Meine Ausdauer. Meine Leben danach. Na toll. Das habe ich natürlich nicht im Auge gehabt, weil ich wieder so überschwänglich war. Ja, schon klar. Egal. Jetzt ist er erstmal voll geheilt. Jetzt ist er ein bisschen schade. Ist natürlich auch wieder klar. Nein, nimmt er nicht. Ah, vielleicht überlebt er jetzt eine Runde, der Typ. Wobei ich ja meinen Angriff ein bisschen gesteigert habe. Dürfte also schon etwas Schaden machen. Etwas mehr. Jetzt auch angreifen. Ihr müsstet vielleicht trotzdem tot gehen. Oh ja. Angriffssteigerung. Ich habe zum ersten Mal was davon gemerkt. Super gut. Sehr schön. Ja, also was soll ich sagen? Ich bin voll geheilt. Ich kann weitermachen. Manchmal klappt es wohl doch. Doch, dringend meine... Ah, hier sieht man wieder an der Stelle, man soll wohl noch keine Schlittschuhe haben. Man soll nämlich gezwungen sein, diesen Weg lang zu gehen, um dahin zu kommen. Komm, warte. War ich da oben nicht schon? Also komme ich jetzt auch eigentlich gar nicht hin, vergiss es. Ich komme hier hin. Okay, nee, dann. Jedenfalls ja, man muss offenbar die Schlittschuhe zurückbekommen, hier weiterzumachen, die ganzen geilen Sachen abzugrasen. Aber es soll wohl noch nicht sein tatsächlich. Also ich habe wohl nichts übersehen, heißt das. Denn dieser Weg hier, der schlägt uns ja auch, was man den nicht hat. Also jetzt gerade schon, wenn die gehabt haben würde, wird man den nicht so komisch laufen müssen, wie ich jetzt hier laufen muss. Da. Okay, es war jetzt die schwächere Attacke natürlich, aber die 8 Punkte, glaube ich, machen jetzt auch nicht so viel aus. Ich hatte ja doch diverse Gründe einen Angriffsboost gehabt eben gerade. Das wird sich schon ausgewirkt haben darauf. Doch, davon gehe ich schon aus, liebe Leute. Das könnt ihr abschneiden, wie ihr wollt, aber es ist einfach so. Das ist Temtemtastisch, das Ganze, sage ich euch. Jawohl, Temtemtastisch. So, was mache ich jetzt bei diesem gegnerischen Team? Der ist klar, den mache ich kalt. Na, was will man damit? Und zwar hiermit mache ich den kalt. So ungefähr. Au, au, au. Was eigentlich ganz cool bei Temtem ist, dass man sieht, wenn man die Temtem gefangen hat, dass man, mit welchen Attacken man die halt verletzen kann. Was sehr effektiv ist und so weiter. Der Haken daran ist natürlich, dass man das erst sieht, wenn man das gefangen hat, wie schon gesagt. Und was Umkehrschluss heißt, ich müsste auch alle Viecher entwickeln. Und das dauert halt Ewigkeit im Spiel. Verdammt! Egal, geht vielleicht aus. Doppelverdammt, aber es sollte nicht so viel Schaden machen. Das jedenfalls dann der Haken natürlich. Dass das dann im Entwickeln ziemlich schwer ist, wenn man dann doch. Und ich habe schon wieder vergessen, es gibt's doch nicht. Ich denke auch nie dran, diese blöde Typ-Effektivitätstabelle zu haben. Ich meine, das bringt mir jetzt auch nicht nur bei bekannten Temtem was und nicht bei denen, wo ich nicht weiß, was ein Element die haben, ist auch klar, aber besser als nichts. Mist, das Gift. Das gefällt mir nur begrenzt. Und der Spezialangriff, ich muss hier keinen Borkenschild anversuchen, das lohnt sich gar nicht. Anversuchen? Ja, ich glaube, das ist ein Wort, Anversuchen, das passt schon. Nein, nicht. Nee, kein Problem, ist kein Pokémon. Trotzdem, ouch. Was machst du für Schaden? Das gibt's doch gar nicht. Mehrmals angreifen, jemand. Ach, er vergift. Weißt du was? Ist mir zu heikel gerade. Ich tausche dich aus. Gegen einen, wo Beta nicht so zieht. Genau, er war aber Gift und Metall, ne? Moment, ich glaube, Metall war gegen Metall ja neutral und nicht effektiv. Stirn ist der Normaltag und jetzt auch. Das habe ich auch nicht bedacht. Oh Mann. Das kann ich wohl überhaupt nicht machen. Den habe ich ja. Aber ja, tatsächlich, ist neutral. Wenn wir das hier machen, ist ja erstmal 2 Runden lang erschöpft. Das ist auch nicht verkehrt. Eine reicht aus, um ihn erstmal überlassen zu lassen, nehme ich mal stark an. Aber danach ist ja sowieso erstmal noch eine weitere Runde handlungsunfähig. Au. Kann ich mit leben. Sehr schön. Es reicht perfekt, um mich ein bisschen zu heilen. Ich
können jetzt das so machen und dann Nidrasil reinholen, theoretisch. Einfach gerne mal Mini-Video heilen, das ist auch nicht verkehrt. Und du wartest eine Runde. Der ist sowieso nicht dran, der Gegner, das kann er ja vergessen.